Hi Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Titanfall 2. So, jetzt schauen wir mal, wo es hier weitergeht. In der letzten Folge haben wir so eine komische sag mir, dass der Pilot tot Simulation ist. hinter Ich uns arbeite gebracht. daran. War gar nicht so Nicht auch einfach, mit deinen aber wir haben es Spielchen. trotzdem irgendwie Darf ich meine geschafft. Arbeit etwa nicht amüsieren? Nicht, wenn die Arbeit darunter leidet. Ich verstehe. Ash out. Keine Sorge, von dem Geld, das ich auf seinen Kopf ausgesetzt habe, kannst du dir alles Spielzeug der Welt kaufen. Sektor 4 Charlie, Sprengsätze 21 bis 29 zünden. An alle IMC-Mitarbeiter, hier ist Ash. Aufgrund ihrer Unfähigkeit, die Sicherheit wiederherzustellen, bin ich gezwungen, den gesamten Komplex zu zerstören. Einige von Ihnen halten das vermutlich für übertrieben. Dennoch rate ich zur sofortigen Evakuierung. Brawler-Gehege wird neu bestückt. Haus, kennst du einen Dimo? Wenn du sagst, mein Jung. Alter Schwede, ich hoffe mal nicht, dass die hier hochkommen. Die sind nicht so lustig. Ich weiß nicht, was Sie getan haben, Pilot, aber mehrere Explosionen haben den Manipulatorarm geschwächt. Ich bin frei. Okay, woher kennst du ihn? Hier stürzt alles ein. Wir müssen weg. Sie sind in der Nähe. Markiere meine Position auf Ihrem HUD. Zu mir. Nehmen wir das hier mit. Okay, das sind unsere Titan auch schon. Raus. Die Umgebung ist extrem gefährlich. Schlage vor, einzusteigen. Nee, will ich nicht. Ich will den Helmi haben, Mensch. Ich habe einen Ausgang jenseits dieser Kuppel entdeckt. Checken Sie Ihr HUD. Ziel erfasst. Rücke vor. Komm her, ich kann. Übergebe Steuerung an Piloten. Okay, Leute. War das alles?
bringen Sie es wieder. Nicht verärgern, Pilot. Noch kämpfe ich. Warum alle Schaden Feindheiten zerstört? Ja, alles klar. Wachtlos aktiv, Abholung bei MCs um jeden Preis schützen. Sprengsystem bereit. Er hat, glaube ich, irgendwas erzählt, dass er mit dir ab und zu mal so ein Game oder so ein Game zockt. Durchrushen können. Okay, was ist jetzt los? Bossfight oder was? Ash. Es hat einen hohen Preis auf ihren Kopf ausgesetzt. Tot oder lebendig. Seitdem haben sie einen gewissen Wert für mich. Alles klar. Schauen wir mal. Sprengsystem bereit. Ihre Fehler werden ihr Untergang sein. Schauen wir mal, das auch aussetzen. Kritischer Schaden. Warnung, Warnung. Perfekt. Boah, Alter. Die Energie holen hier. Ihre Fehler werden ihr Untergang sein, Pilot. Warnung, unser Reaktor ist entstanden. Boah, Alter. Ersatzbatterie erforderlich. Ja, ich bin doch schon dabei, Mensch. Ich hoffe, ihr hattet keinen letzten Wunsch. Dafür ist es jetzt nämlich zu spät. Ihr könnt euch jederzeit ergeben. Töten muss ich sie natürlich trotzdem. Energie holt ihr. Stirb! Ihre Technik wird besser, Pilot. Allerdings nicht ausreichend und zu spät. Für dich reicht's immer. Das hätten sie nicht tun sollen, Pilot. Ja, sagt ihr halt auf Wiedersehen. Technischer Schaden. Warnung. Warnung. Abriegelung aufgehoben. Oberflächenzugang autorisiert. Die Abriegelung wurde aufgehoben. Ich schlage vor, wir verlassen die Anlage durch den Tunnel. Okay, hier wird zerstampfen. Okay, genau. Pilot, wir sollten auf weitere Abkürzungen verzichten. Machen wir. Schnell was trinken.
Wahrscheinlich nächste Woche habe ich Urlaub. Pilot komplett. Major Anderson geil. Ist hier. Erkunden Sie die Anlage. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite. Lass dich nicht wieder erwischen, BT. Ich werde Abkürzungen vermeiden. Alle Teams, die an der Analyse der Lade arbeiten, bitte in den Hörsaal zu General Marders Präsentation. Danke. Jo, sag ich auch. Okay, das scheint so eine Art Erinnerung oder sowas zu sein. Wenn er sagt, wir sollen springen. Cool gemacht, muss ich sagen. Was war das denn? In dieser Anlage gibt es Störungen, die einen Riss in der Zeit zu verursachen scheinen. Ich rate zur Vorsicht, bis wir genauere Informationen haben. Tatsächlich sichern wir durch die entschlossene Neutralisierung der Miliztruppen nämlich den Fortbestand der Menschheit. Ja, Pilot, kann ich Ihnen helfen? Alter, was ist los? Ja, ja, macht mal. Killt euch gegenseitig. Heftig. Ich will gegen die Viecher gar nicht kämpfen. In dieser Anlage gibt es Störungen, die einen Riss in der Zeit zu verursachen scheinen. Ich rate zur Vorsicht, bis wir genauere Informationen haben. Seltsam. Ich orte in diesem Gebiet Spuren meiner eigenen Datensignatur. Die Störungen scheinen meine Scans zu beeinflussen. Das ist doch BT da unten. Ist er das oder ist er das nicht? Komm, wir gehen einfach mal runter. Hoffen wir mal, dass es ist. Ich orte in der gesamten Anlage Spuren einer massiven Energieentladung. Ihre Helmdaten registrieren dasselbe in der anderen Zeitlinie allerdings nicht. Was für ein Link, Dimo? Achso, den Stream, das Stream-Tool oder was? Keiner dieser Überreste entspricht Major Andersons Genprofil. Vielleicht lebt er noch. Hallo? Ich rate zu einer Überprüfung des Empfangsbereichs. Ich würde sie ja begleiten, aber mein Chassis passt leider nicht durch die Tür. Ja, keine Ahnung, wie ich das einstellen kann, Dimo, mit dem YouTube-Link. Muss ich dann nachher mal schauen. Das ganze Problem ist, dass es komplett auf Englisch ist, das Chatty-Programm. Ach, du meinst hier auf meinem Kanal, oder was? Ah, okay. Ja, stimmt. Unten in den im Kanalfeed, gell? Ja, mache ich dann heute noch. Mission fortsetzen. Ich orte eine schwache Biosignatur auf der oberen Ebene des Empfangsbereichs. Empfehle Überprüfung.
Andersons Helm auf missionskritische Daten untersuchen. Empfehle Bergung. Hab ihn gefunden durch Facebook, okay? BT, ich habe Anderson gefunden. Er ist in der Decke. Einsatzziel erreicht. Major Anderson getroffen. Er ist tot, BT. Korrekt. Körpertemperatur beträgt 17 Grad Celsius. Das liegt unter dem Grenzwert für menschliches Leben. Rucksackladung. Nur die Granaten lieber mit. Ich habe zu BT zurück. Okay. Wenn Sie mir den Helm aushändigen, kann ich ihn analysieren. Durch Andersons Tod geht das Kommando von Spezialeinsatz 217 auf Sie über. Ich gratuliere zu Ihrer Beförderung, Pilot Cooper. Es folgen Instruktionen, die Anderson von Commander Sarah Briggs von der Miliz SRS erhalten hat. Major Anderson, wir haben vor 2 Wochen einige Funksprüche der INC abgefangen. Sie haben auf Titan etwas gefunden. Es gab dort eine massive Energieentladung, die Störungen der Zeit ausgelöst hat. Ich möchte, dass die SRS die Anlage inspiziert. Verstanden. Ich werde mich dort umsehen. Das Handgelenkgerät, das wir während Operation Grizzly geborgen haben, müsste sie schützen. Die INC hat Kuben Blisk und seine Söldner rekrutiert. Sie sollen dort irgendetwas beschützen. Seien Sie also vorsichtig. Und Anderson, Sie wissen, wie gerne ich Todesberichte schreibe. Also ziehen Sie das nicht alleine durch. Die SRS ist ein Team. Die Daten, die Major Anderson gesammelt hat, sind offenbar unvollständig. Wir sind verpflichtet, Einsatz 217 abzuschließen. Ich empfehle, Andersons Handgelenkgerät zu lokalisieren, ehe wir fortfahren. An Andersons Handgelenk war nichts. Dann vermutlich an der anderen Körperhälfte. Na, die ist durch die Decke durch. Security-Gebäude entdeckt. Verschaffe ihnen jetzt Zugang. Ich bleibe hier und scanne diese Struktur. Suchen Sie nach Informationen und dem fehlenden Gerät. Das muss einfacher gehen, BT. Ich arbeite daran. Okay, Leute, wie es da mit Mr. Anderson weitergeht, das schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Bleibt auf jeden Fall dran, ne? Es wird spannend. Und wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar oder auch über ein Abo freuen. Ansonsten, jo, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.